Herr Donné, herzlich willkommen im BMW Vierzylinder. Danke. Wirklich schön, dass Sie heute da sind. Frau Hausmeier, Sie haben hier einen wunderbaren Ausblick. Aber es geht noch besser. Lassen Sie mich Ihnen was zeigen. Das da unten ist unsere große Bühne. Und die Modelle, die da gebaut werden, da ist ganz wichtig, dass das alles wirklich ganz, ganz eng zusammenspielt. Das ist sozusagen, dass die Autos in Taktfrequenz entstehen. Das klingt fast wie Musik. Sie haben, soweit ich weiß, mal ein Werk geleitet. Darf ich dann sagen, dass Sie wie ein Dirigentin sein? Das haben Sie nett gesagt. Das Werk, was ich geleitet habe, ist ungefähr in diese Richtung. Das ist das BMW-Werk in Dingolfingen. Das ist das größte europäische Werk von BMW. Deswegen würde ich mich trotzdem nicht als Dirigentin bezeichnen, weil ich habe zu viel Respekt vor dieser Zunft. Aber es geht schon darum, um die Komposition von Meisterwerken. Und dazu gehört, dass wirklich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, alle Gewerke, alle Teile zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Qualität zusammenkommen müssen, um unsere kleinen Meisterwerke entstehen zu lassen. Für mich als Werkleiterin ist natürlich ein wichtiges Thema immer schon gewesen, das Thema Gewinnung neuer Talente. Und ich glaube, da haben wir was gemeinsam, Herr Donné. Ne? Für mich ist das in der Tat eine meiner zentralen Aufgaben, Talente zu finden, zu fördern, zu begleiten und frühzeitig mit der Bayerischen Staatsoper zu verbinden. Da sehe ich einige Gemeinsamkeiten. Die Leidenschaft, die Exzellenz darzustellen. Für uns auf der Bühne, für Sie auf die Straße. Gleichzeitig beschäftigen wir uns mit ähnlichen Fragen. Die Relevanz von Oper für morgen. Können wir Exzellenz mit dem Publikum morgen noch vermitteln? Wie können wir das Potenzial von den digitalen Medien anders nützen, ergänzen zu was auf der Bühne passiert? Deshalb freue ich mich so, dass BMW uns in der Zukunft als Global Partner unterstützen wird. BMW unterstützt die Bayerische Staatsoper mittlerweile seit 25 Jahren. Und ich freue mich wirklich mit all dem, was Sie gerade gesagt haben, dass wir im Jahr unseres 50-jährigen Kulturengagements jetzt einen nächsten Schritt gehen und diese Partnerschaft noch mal deutlich ausbauen. Denn, wie wir schon festgestellt haben, uns verbinden wirklich viele gleiche Werte. Und wir freuen uns wirklich darauf, gemeinsam in die Zukunft zu gehen, Menschen zusammenzubringen und zu bewegen. Lassen Sie uns gemeinsam neue Bühnen betreten. Ich freue mich auf die Zukunft. Ich freue mich auch.